Bildungscamp, vielleicht noch so ein paar letzte Worte zum Bildungscamp hier oder auch anderen. Was sind eure Erwartungen oder Wünsche an einem Bildungscamp? Warum nehmt ihr euch die Zeit dafür? Ja. Also für uns ist es, glaube ich, eine Gelegenheit, eine gute Gelegenheit, wirklich die Leute dann zu treffen, und das finde ich also sehr angenehm, und mit den Leuten dann einfach auch auf der Ebene ins Gespräch zu kommen, dann eben in den Sessions von anderen auch zu lernen, und also ich finde es einfach, hatte ich vorhin schon gesagt, super, diese Veranstaltung hier. Ich finde die ist auch wirklich einfach sehr gut organisiert. Es gibt ganz viel spannende Angebote. Es ist wirklich über die 3 Jahre gewachsen. Die Moderation ist noch besser geworden. Die Filme werden auch immer besser. Und genau, also was mich am meisten freut, ist, dass es tatsächlich etabliert ist hier. Und ich finde auch, dass es bundesweit wirklich Vergleiche jetzt suchen kann und keine mehr findet, weil es einfach wirklich sehr konkret ist, auf Schule ausgerichtet. Und das ist halt für mich jetzt einfach erstmal an erster Stelle. Andere werden sagen, wir wollen lieber ein breit aufgestellteres Camp, aber ich finde es eigentlich perfekt. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ja, ich meine, nun ist es ja auch offen. Also ich meine, jedem steht es ja auch frei, hierher zu kommen. Genau. Es ist ja nicht auch spezialisiert auf Lehrerinnen und Lehrer, wobei ich denke, gerade dieser Praxisbezug auch schon ein echter, ein wesentlicher Punkt ist für dieses Barcamp, warum es eben auch so gut funktioniert. Ne? Warum nimmst du dir die Zeit? Warum reist du aus Frankfurt hier nach Köln, um am Bildungscamp teilzunehmen? Die Frage kann man schon viel früher ansiedeln. Wir sind im edchat.de Medienpartner dieses Camps. Und warum sind wir das? Weil wir gesagt haben, wir möchten bei Camps Partner sein, die sehr starken Praxisbezug haben. Das hat André gerade sehr schön dargestellt. Das ist etwas, was hier ganz enorm ist. Und zwar, weil es einfach die Schulverwaltung organisiert. Also sozusagen diejenigen, die den Praxisbezug, die mit den konkreten Entscheidungen vor Ort haben, macht dieses Camp. Das finde ich hier sehr spannend, dass der Stadtdirektor es eröffnet, hier daran teilnimmt, dass Leute aus der Politik da sind. Eine Stelle, die man auch kritisch sehen könnte, dass sozusagen das kein ganz klassisches Barcamp-Format mehr ist, weil bestimmte Sessions vorher belegt sind. Das ist eine ambivalente Geschichte. Ich finde es gelungen gelöst hier, weil so auch der eine oder die andere hier Beiträge bringt, die sonst auf dem Barcamp nicht auftauchen würden, die aber ganz viel zu sagen haben. Und die Kombination, wie ich es hier erlebe, mit diesem Praxisbezug, der auch eine gewisse Relevanz hat und es eben nicht in pure Laberei ausartet, wie ich das auf manchem Barcamp schon erlebt habe, das finde ich hier ziemlich großartig, und deshalb komme ich gerne nach Köln zu diesem Barcamp. Der Praxisbezug schlechthin. Es wird nämlich schon auf der Twitter-Wall nach einem edchat.de Tweet abgerufen. Das heißt, für euch ist der Praxisbezug ganz klar. Ihr müsst euch jetzt noch um eure edchat.de-Linge kümmern. Und herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wenn es wieder ein Bildungscamp geben wird. Es wird ein Bildungscamp geben. Also wenn ich das richtig verstehe, was ich heute hier schon gehört habe, werden alle dafür sorgen, dass es auch im nächsten Jahr ein Bildungscamp geben wird. Und einstweilen machen wir das, was wir immer am Ende hier machen. Wir winken in die Kamera. Tschüss. Ciao.